Hallo liebe Fotofreunde, hier ist der Mike. Schön, dass ihr da seid zu den neuen Herford Foto News. Ja, erstmal vielen Dank, dass ihr wieder zuschaut. Wenn es euch gefällt, wie immer, lasst wie immer einen Daumen nach oben da, teilt das Ganze und nicht zu vergessen zu kommentieren. Am Ende des Videos gibt es wie immer eine Kleinigkeit für euch zu gewinnen. Wir steigen direkt ein mit den ersten News, und zwar hat Panasonic die BS1H Boxkamera rausgebracht. Kannte ich vorher tatsächlich noch gar nicht, ist aber ein sehr, wie ich finde, interessante Technik dahinter, denn du hast ein Grundgerüst quasi einer Kamera und kannst diese dann mit sogenannten Komponenten einfach erweitern. Das heißt, ein Objektiv drauf machen, vielleicht einen Blitz draufstecken, etc. etc., einen Batteriegriff oder was auch immer es da alles dazu gibt quasi. Und du kannst diese Kamera dann sozusagen einfach zusammenstellen. Und tatsächlich sieht das Gehäuse aus wie eine kleine schwarze Box. Ich finde das sehr, also interessant. Schaut da gerne mal rein. Ich packe euch den Link wie immer in die Videobeschreibung unten rein. Und da könnt ihr einfach dann ein bisschen mehr nachlesen. Gorilla-Pod-Stative kennt ihr wahrscheinlich, die Dinger, die man überall ranknoten kann. Ich persönlich war noch nie so ein Fan von diesen Teilen, denn ich habe nie den Sinn dahinter gesehen, sage ich mal, so ein kleines Stativ irgendwo ranzuklemmen. Also mein Fall ist es nicht und war es auch noch nie so richtig, wenn ich ehrlich bin. Jedenfalls hat Gorilla-Pod ein neues System angekündigt, und zwar den Podzilla. Das ist für, ich wiederhole es mal hier, aufstrebende Content-Produzenten. Also was auch immer aufstrebende Content-Produzenten sind, ich weiß es nicht so genau. Vielleicht wisst ihr es, dann schreibt es mal in die Kommentare. Jedenfalls ist es ein neues Modell und nennt sich Podzilla, hat gummierte Füße und man kann dort auch sehr schwere, also schwere Kameras quasi auf diesen Tripod, also auf dieses Stativ raufklemmen und kann damit dann auch sehr bodennah arbeiten. Das ist wohl der Vorteil dabei, und dass die Gelenkarme sich so ein bisschen besser bewegen lassen, ein bisschen besser festmachen lassen an Geländern beispielsweise. Wie gesagt, ich bin kein Fan davon. Falls ihr es seid, dann schreibt es gerne mal als Kommentar unter das Video. Dann hat Manfrotto ein neues System vorgestellt, und das fand ich tatsächlich wirklich sehr interessant, und zwar das Move-System. Das ist eine Art Stativplatte, beziehungsweise ein System, ähnlich wenn du jetzt diese Swiss Arca Mounts hast, kennst du vielleicht, die kannst du einfach unter die Kamera schrauben und kannst dieses dann quasi aufs Stativ oben raufklemmen. Die haben es ein bisschen cleverer gemacht, ich finde, die haben etwas Rundes entwickelt, nenne ich es jetzt einfach mal. Und du hast quasi eine Klemme, die an der Kamera immer dran ist, und die kannst du in dieses System immer reinstecken. Und egal, was du dafür nutzen möchtest, also sei es jetzt zum Beispiel ein Gimbal oder sei es ein Slider oder halt ein Stativ, was du nutzen willst, du kannst einfach die Kamera quasi nehmen und kannst sie da reinstecken ins System und musst nicht lange irgendwie großartig umbauen. Denn das hast du manchmal, dieses Problem mit diesen Platten hier beispielsweise, dass du halt großartig abschrauben musst, wieder ranschrauben musst, eine andere Platte ranmachen musst, etc. etc. Und das ist manchmal wirklich ein Problem, und das haben die, glaube ich, ganz clever gelöst. Ich packe euch am besten da auch mal den Link einfach in das Video unten rein, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Also das Move-System, so heißt das Ganze. Dann Fotos aus dem Weltall mit dem iPhone. Ja, das ist, geht anscheinend. Ich weiß nicht, wie viel Geld, sage ich mal, der Mensch, der da jetzt zum, ins All geflogen ist mit dem Raumschiff, wie viel er dafür bekommen hat von Apple. Jedenfalls sind da anscheinend sehr, sehr coole Bilder entstanden aus 575 Kilometern Entfernung. Also Bilder der Erde von oben mit dem iPhone 13 Pro. Und ja, an sich natürlich auf jeden Fall cool gemacht, wie ich finde, gar keine Frage. Die Kamera ist natürlich auch sehr, sehr gut. Wobei ich das gar nicht so abhängig machen würde davon, wie weit man jetzt von irgendwo entfernt steht. Weil im Endeffekt, klar, wenn ich irgendwas sehe oder ein Objekt habe, was ich fotografieren möchte, dann spielt, glaube ich, die Entfernung gar nicht so eine Rolle. Und natürlich hat die Kamera auch eine sehr gute Abbildungsleistung. Das steht außer Frage. Deswegen muss ich so ein bisschen schmunzeln. Ich glaube, es ist halt eher so eine PR-Aktion gewesen von Apple. Und ja, wenn euch das interessiert, schaut auch gerne mal in den Link rein. Dann gibt es demnächst ein Pendant zu dem Sony G-Master, mit dem ich jetzt hier gerade filme, und zwar dem 24-70mm 2,8er Blende. Und zwar Samyang präsentiert das Ganze, das Pendant dazu, nämlich genau das gleiche, 24-70mm Blende f2.8. Und ist derzeit in Thailand momentan erst erhältlich. Das Ganze wird jetzt auch in den USA und dann in der EU ausgerollt. Das heißt, wenn ihr mal Sony-User seid und wollt euch so ein Objektiv mal anschauen, ist es, glaube ich, echt eine gute Brennweite, die man überall mit hinnehmen kann. Und vom Preis her finde ich es auch sehr, sehr nett eigentlich. Ich kann zum Objektiv noch nichts sagen, da ich es nicht in Hand gehabt habe, aber von den Spezifikationen her ist es doch ähnlich dem G-Master. Wahrscheinlich wird es da Unterschiede geben, gar keine Frage. Allein wahrscheinlich schon von der Abbildungsleistung oder ähnliches. Aber es ist auch nur eine Mutmaßung von mir, kann ich nicht genau sagen. Soll aber ungefähr 900 Dollar kosten. Und wie gesagt, demnächst wird es auch in den USA und in der EU ausgerollt werden.
Dann für alle Sony-User oder die es werden wollen, Sony bietet derzeit eine Cashback-Aktion an. Und zwar kannst du da alte Kameras quasi eintauschen, alte Objektive eintauschen, bekommst meistens dann immer eine Gutschrift auf neue Produkte, die du quasi kaufst. Aber auch andere Aktionen sind da drin, die ganz interessant sind, wie ich finde. Denn einige Modelle, einige Serien, zum Beispiel die Sony A7 R3, ist derzeit auch etwas reduziert. Also falls du damit spielst, die Kamera zu kaufen, dann wäre das vielleicht was für dich. Auch dazu packe ich den Link mal in die Videobeschreibung unten rein. Was gibt es bei mir Neues? Zwei neue Videos sind online. Einmal zum ND-Filter. Habe ich letztens, glaube ich, euch schon gesagt. Und zwar zu diesem schönen Teil hier. Und zwar ist das ein variabler ND-Filter. Und ich habe noch gar nicht so viel testen können. Aber das Video dazu ist erstmal online gegangen. Könnt ihr gerne reinschauen. Ich packe euch auch dazu den Link in die Videobeschreibung unten rein. Und bei Instagram habe ich vor kurzem auch eine Umfrage gestartet, wofür ihr eigentlich, sage ich mal, Filter nutzt. Also könnt ihr mal unterschreiben unter das Video, wofür nutzt ihr eure Filter? Also habt ihr einen ND-Filter, habt ihr einen variablen ND-Filter, habt ihr Verlaufsfilter, habt ihr einen harten Verlaufsfilter, was auch immer. Also schreibt es mal unter das Video, würde mich mal sehr interessieren, wer von euch auch mit solchen ähnlichen Filtern wie diesen hier arbeitet. Dann gibt es auch ein anderes kurzes Video, ein Quick-Tipp, und zwar zum Lichtzieher in der Nacht. Da war ich an der Westmole unterwegs, ganz, ganz früh morgens, und habe euch ein paar Tipps gegeben, wie ihr Lichtzieher machen könnt in der Nacht. Ist nichts Neues, natürlich, aber vielleicht helfen ja meine Tipps ein bisschen weiter. Also schaut da auch gerne mal rein. Den Link packe ich euch auch dazu hier in die Videobeschreibung unten rein. Dann gibt es schon wieder was zu feiern. Das letzte Mal haben wir die 300 Videos gefeiert, die ich produziert habe bisher auf diesem Kanal. Diesmal sind es die 3000 YouTube-Abonnenten, die wir erreicht haben. Also vielen Dank an euch hier draußen. Mittlerweile sind wir wirklich über 3000 mittlerweile schon Abonnenten hier auf diesem Kanal. Finde ich mega, wenn ich mir vorstelle, 3000 Leute irgendwo in einer großen Halle vor mir sitzen zu haben. Dann würde mir schon echt Angst und Bange werden. Aber vielen Dank an euch da draußen, dass ihr mir so lange schon die Stange haltet, die Treue haltet, dass ihr immer dabei seid, dass ihr auch mal Kritik gebt, wenn es welche zu geben gibt, sage ich mal. Wenn es auch mal was zum Loben gibt, da freue ich mich sehr drüber. Und vor allem, dass ihr immer sehr, sehr fleißig kommentiert. Also macht gerne weiter so. Das motiviert auf jeden Fall weiter auch für mich hier Videos zu produzieren für euch. Und das mache ich auch weiterhin sehr, sehr gerne. Dann habe ich eine ganz kleine Mini-Kooperation mit K&F. Habt ihr vielleicht auch meine Insta-Story gesehen? K&F hat mir netterweise ein Stativ zugeschickt. Ich gehe davon aus, umso mehr Abonnenten man jetzt auch bekommen wird auf dem YouTube-Kanal hier, umso mehr wird man solches Zeugs in Anführungsstrichen auch zugeschickt bekommen. Ich habe mich für das Stativ entschieden. Ich hätte auch noch andere Filter testen können, aber da ich mir gerade dummerweise einen Filter gekauft habe von K&F, habe ich mich jetzt für dieses Stativ entschieden. Dazu werde ich demnächst mal so ein kleines Video zu machen. Und dazu bekommt ihr natürlich auch eine Information. Also, wenn ihr Bock darauf habt, dann schaut da gerne demnächst wieder vorbei. Dann gibt es ein neues Video für euch. Ansonsten ist der Workshop, wie letztes Mal angeteasert, im November ausgebucht. Der ist jetzt voll. Da haben wir die maximale Teilnehmerzahl erreicht. Für Dezember gibt es noch einen Termin. Den blende ich euch mal ein. Da gibt es noch 3 freie Plätze. Also, wenn ihr Bock habt, im Dezember mal loszuziehen, vielleicht haben wir Glück. Auf jeden Fall haben wir bestimmt sehr, sehr, also sehr wahrscheinlich sehr, sehr klares Wetter. Und wenn es sehr, sehr kalt ist, dann hast du auch nochmal einen ganz anderen, sag ich mal, einen ganz anderen Move in deinen Fotos drin, weil dann werden die Bilder an sich nochmal viel, viel schärfer, weil die Luft an sich auch klarer ist. Das ist wirklich kein Witz. Wenn wir sehr gute, sag ich mal, Umgebungsgeschichten haben, wie halt klare Luft beispielsweise, keine Luftverschmutzung, dann haben wir auch die Chance auf sehr, sehr gute Fotos. Also wenn du Bock hast, im Dezember mit mir nochmal loszuziehen, dann buch da auf jeden Fall jetzt mal deinen Platz. Dann kommen wir einmal zu den Instagram-Kanälen, und zwar habe ich mir 2 Stück rausgesucht. Vielen Dank nochmal dafür. Wenn ihr auch hier erwähnt werden wollt, wie immer, lasst den Hashtag HerfurtFoto einfach unter euren Instagram-Fotos da, dann sehe ich das. Ich schaue da meistens immer so 2 bis 3 Mal die Woche auch abends mal durch und schaue mir die Fotos auf jeden Fall auch alle an. Und wenn ich mir welche raussuche, sage ich auch den Leuten immer natürlich direkt Bescheid, dass die dann hier quasi auch erwähnt werden in diesem Video. Und heute hat es geschafft, Achim51 mit der Westmole am Abend mit wirklich sehr, sehr toller Stimmung, wie ich finde. Hast du ganz, ganz große Klasse eingefangen, muss ich sagen, hat mir sofort gut gefallen auch. Ein ganz kleiner Tipp nur am Rande, vielleicht noch ein bisschen mehr die Tiefen so ein bisschen aufhellen, dass man noch so ein bisschen mehr, sag ich mal, Finish ins Bild reinbekommt. Ansonsten ist das eine tolle Bildaufteilung gewesen, wie ich finde. Und auch nicht so ein, wahrscheinlich, ich mache mir 3 Tage lang Gedanken über dieses Foto, sondern einfach mal draufgehalten und ein Foto gemacht. Und das sieht auch, wie ich finde, sehr, sehr gut aus. Man muss nicht immer 8 Stunden lang rumlaufen, um die Perspektive zu finden, die man sich vielleicht gerade wünscht, sondern einfach mal ein Bild machen, was auch gut aussehen kann. Und das ist hier Achim sehr, sehr gut gelungen, wie ich finde. Das zweite Bild ist von Centuri 1971, und zwar Halle am Abend. Ein wirklich tolles Bild, wie ich finde. Auch toll bearbeitet. Es wirkt überhaupt nicht, wie soll ich sagen, also nicht über
also von den Farben her zu stark übersättigt oder ähnliches, sondern es ist wirklich gut, also wirklich gut eingefangen, muss ich sagen. Und vor allem hat mir gut gefallen der Sonnenstern. Also da nochmal ein kleiner Tipp von mir. Versuch ruhig nochmal, wenn du Sonnenstern produzieren willst, noch die Blende weiter zu schließen, weil dann hast du den Effekt noch wesentlich mehr. Also ruhig mal Blende 15, Blende 16, Blende 18 mal versuchen und dann mal versuchen, so einen Blendenstern zu machen. Dann wirst du merken, das Bild ist sehr wahrscheinlich relativ dunkel, wenn du den ISO nicht so hochschrauben willst. Lass den ISO ruhig unten und wenn du das Bild am Rechner nachher dir anschaust, dann ziehst du einfach die Tiefe ein bisschen hoch und kannst somit das Bild einfach auch ein Stück weit aufhellen. Aber du hast halt diesen Sonnenstern da wirklich als richtig coolen Stern. Das nur so als Information. Und wenn ihr mal einen Sonnenstern fotografieren wollt, dann guckt immer so ein bisschen, dass ihr irgendwas da habt, wo sich quasi die Sonne dann brechen kann. Also sei es irgendwie eine Häuserwand oder sei es irgendwie irgendwas, ein Objekt, was da in der Umgebung rumsteht. Und wenn ihr das macht quasi, dann könnt ihr die Sonne sich so ein bisschen brechen lassen und dann habt ihr auch einen coolen Effekt vom Sonnenstern. Könnt ihr auch probieren, indem ihr einfach mal so quasi die Sonne nicht durchscheinen lasst durch eure Finger und dann seht ihr schon, dass da so ein Sonnenstern in der Regel entsteht. Also einfach den Finger mal vor die Kamera, vor die Linse machen, wenn Sonne am Himmel ist quasi und dann seht ihr auch, dass da ein Stern entstehen wird. Aber das nur als Tipp. Ansonsten, das Bild ist wirklich toll geworden. Centauri hast du wirklich gut eingefangen. Also von mir hast du den Daumen auf jeden Fall nach oben bekommen, beziehungsweise das Herz. Also mach gerne weiter so. Ist ein ganz, ganz tolles Foto. Genau, dann kommen wir auch schon zum letzten Gewinnspiel. Da habe ich einmal den Warnemünde-Kalender verlost für nächstes Jahr. Also wenn ihr jetzt nicht dabei gewesen seid diesmal bei den Gewinnerinnen, bei den Gewinner, dann ja, tut es mir leid, aber macht gerne weiterhin mit. Ihr könnt den Kalender natürlich auch noch weiterhin im Shop bestellen, wenn ihr Lust habt, schicke ich euch gerne zu. Gewonnen hat diesen aber diesmal Jacqueline Benecke. Jacqueline, herzlichen Glückwunsch von mir. Danke für deinen Kommentar. Und wenn du möchtest, dass ich den Kalender zuschicke, dann schreib mir bitte eine E-Mail an moin@mike-herfurth.de mit deiner Adresse und dann schicke ich den diese Woche auf jeden Fall noch raus. Vielen Dank dafür. Dann gibt es ein neues Gewinnspiel und heute verlose ich noch einmal einen Fotospicker für den Fotorucksack. Wenn ihr Lust habt, diesen zu gewinnen, dann schreibt einfach Spicker unter das Video oder Fotospicker, je nachdem. Und dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen und den oder die Gewinnerin werde ich im nächsten Video auf jeden Fall hier dann mitteilen. Also einmal heute den Fotospicker für den Fotorucksack, könnt ihr einfach hin ranklemmen. Habt ihr echt coole Sachen dabei, wie beispielsweise Checklisten vor der Fotografieren, Grundlagengeschichten, ND-Filtertabelle. Was macht die Blende, wenn sie offen ist, wenn sie geschlossen ist, wie könnt ihr einen spannenden Bildaufbau produzieren mit der Kamera etc. 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 Histogramm, Weißabgleich, Fokusfeld, Brennweite und so weiter und so fort. Also all das findet ihr hier auf diesen Karten. Ist wirklich, glaube ich, eine ganz coole Sache. Und wenn ihr Bock habt, den zu gewinnen, dann wie gesagt, schreibt einfach das Stichwort Spicker unter das Video. Das war es auch schon für heute, kurz und knackig wie immer. Ich hoffe, es war ein bisschen was dabei, was euch interessiert. Wenn ihr Lust mal habt auf neue, interessantere, andere Themen vielleicht oder Themenvorschläge, dann schickt mir gerne mal eine E-Mail an moin@mike-herfurth.de oder schreibt hier gerne auch mal einen Kommentar unter das Video. Dann kann ich das gerne aufnehmen für die nächsten News beispielsweise. Wir können auch gerne mal neue Themengebiete mit aufnehmen. Also wenn da was für euch dabei ist oder was fehlt, besser gesagt, dann schreibt mir dazu auch gerne mal einen Kommentar. Dann kann ich da gerne mal drüber nachdenken und kann quasi auch dann diese Sachen mit aufnehmen. Ansonsten kommen diese Woche natürlich noch weitere Videos, also wie immer fleißig schauen und fleißig kommentieren. Und wenn du wissen willst, was so in der Woche passiert bei mir, dann schau auf meinen Instagram-Kanal vorbei unter Mike Herfurth Fotografie, da kannst du gerne in die Story gucken und da erfährst du mal so ein bisschen alles behind the scenes. So, jetzt bin ich außer Atem, jetzt mache ich auch Feierabend und wünsche euch noch einen ganz tollen Abend bzw. eine ganz tolle Woche. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder, bleibt gesund und viel Spaß mit eurer Fotografie, euer Mike, bis bald, ciao, ciao.